Guten Abend zu Hause. Herzlich willkommen bei unserem Musikantenstadl aus Moskau. Ich darf Ihnen gleich zu Beginn meine Kollegin vorstellen vom sowjetischen Fernsehen. Sie ist eine der populärsten und beliebtesten Moderatorinnen hier. Ich darf sie Ihnen ans Herz legen. Tatjana Vedenieva. Дорогие друзья, позвольте вам представить моего коллегу из Австрии, Карл Мойк. Добро пожаловать в Москву, дорогой Карл. Спасибо. Liebe Tanja, das ist ein kleiner Gruß aus Österreich, eine Spezialität, ein Gewürzstreusel für dich als kleine Erinnerung. Спасибо. Этот букет из специй – это привет из Австрии. Спасибо, дорогой Карл. Tanja, und die musikalischen Grüße an die Sowjetunion überbrachte die Stadtmusikkapelle Landeck aus Tirol mit einem Marsch aus ihrer Heimat mit dem Tiroler Adler. Музыкальный привет из Австрии для вас исполнил оркестр города Ландек. Das. Lieber Karl. Da. Jetzt unsere Überraschung für Österreich. Дорогой Карл, а теперь наш музыкальный привет всем австрийским телезрителям. Oh. Thank you.
Ja, Tanja, die Überraschung ist gelungen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ein herzliches Dankeschön auch dem Ensemble. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Я рада, что сюрприз удался. Да, да, Tanja sagt, die Überraschung ist gelungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, liebe Freunde zu Hause in Österreich, liebe Stadelfreunde, wo immer Sie unsere Gäste sind, Sie haben das schon bemerkt, das Wunder, es ist perfekt. Der Musikantenstadel ist in Moskau. Ich sage es Ihnen herrlich, ich kann es gar nicht glauben. Und lassen Sie mich jetzt einmal die Gäste hier in der Stadthalle, in der Sporthalle hier in Moskau begrüßen und unsere Fernsehzuschauer in der Sowjetunion. Добрый вечер, дорогие друзья с Москвы. Добрый вечер, дорогие друзья с Советским Союзом. Браво. Но? Дорогие друзья, музыкальное подворье – это самая популярная фольклорная телепередача, которая существует во всех немецкоязычных странах. Но придумали ее в Австрии, и производится она австрийским телевидением. Сегодня здесь вы присутствуете при совместном производстве программы Гостелерадио СССР и ОРФ, австрийского да. телевидения и радио. Понадобилось довольно много времени, чтобы подготовить это радостное событие. Мы очень гордимся, что цель достигнута и что все мы сегодня здесь вместе. Also das Letzte habe ich nicht ganz verstanden, sonst habe ich fast alles verstanden. Liebe Zuschauer zu Hause, rund ein Jahr haben die Vorbereitungen gedauert für diesen Musikantenstadel. Und wenn Sie sich vorstellen, heute sind rund 245 Millionen Menschen miteinander verbunden, ein gewaltiger Brückenschlag auf dem Gebiet der Volkskultur. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir sind stolz darauf, dass wir es geschafft haben, obwohl natürlich wie immer manche gezweifelt haben, aber der Stadel mit seinem Team hat es geschafft. Natürlich wollen wir bei diesem Gipfeltreffen der Volkskultur unseren Gästen aus der Sowjetunion den Vortritt lassen. Tanja, darf ich dich bitten? Да, мы решили начать с русской музыки, и сейчас я с удовольствием представлю вам очень популярный у нас ансамбль «Карагод», который исполнит для вас шуточную русскую народную песню «Тимоня». Tanja präsentiert uns als erstes das Ensemble «Карагод». Es kommt hier aus Moskau und befasst sich mit echter südrussischer Tradition. Und der Name «Карагод» bedeutet so viel wie «Reigen». Na und genau das werden Sie jetzt erleben, einen spezifischen Reigentanz mit Gesang. Ensemble Karagott. Thank you.
Na, was sagen Sie, liebe Zuschauer, war das jetzt ein Auftakt so richtig fulminant, das Karagott-Ensemble? Да, действительно захватывающее выступление ансамбля Карагот. Ну, а теперь перейдем к инструменту, который во всем мире ассоциируется с Россией. Я думаю, Карл, вы уже догадались, что это балалайка. Also, liebe Zuschauer, wenn ich Sie jetzt fragen würde nach einem typisch russischen Musikinstrument, ich bin sicher, Sie würden sofort sagen, die Balalaika. Я хочу познакомить вас с одним из патриархов и виртуозов игры на балалайке в нашей стране. Sie werden jetzt einen Patriarchen unter den großen Balalaika-Virtuosen dieses Landes kennenlernen. Und Tanja, was wird er uns spielen? Он исполнит знаменитую русскую Камаринскую. Also er spielt uns die berühmte russische Камаринска. Камаринская. Камаринская. Und wie heißt der Künstler? Борис Феоктистов.
Спасибо. Как тебя зовут? Меня зовут Андрей Темерев. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 9 лет. А сколько лет ты играешь на балалайке? Я занимаюсь на балалайке 1 год. А почему ты выбрал именно этот инструмент? Потому что это русский народный инструмент. Я решила научиться на нем играть, как мой папа и дедушка. Андрей, а когда ты вырастешь большим, ты хочешь стать музыкантом? Да. Ну что, желаем тебе успехов. Борис Степанович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете игру вашего юного партнера? К Андрюше я отношусь очень хорошо, положительно. Он молодец, занимается. Вот уже год и сделал какие-то успехи. Я думаю, что если дальше он будет также продолжать заниматься, он достигнет очень многого и будет замечательным музыкантом-балалайшником. Спасибо. Merhaba. Also Tanja hat mit dem kleinen André ein bisschen geplaudert. Er hat gesagt, er ist 9 Jahre alt, spielt seit einem Jahr Balalaika. Und er hat es gelernt, weil sein Opa Balalaika spielt und sein Papa. Na? Und dann hat die Tanja Boris gefragt, was er vom Spiel des kleinen André hält. Und Boris hat gesagt, wenn er so weiter übt und so weiter lernt, dann wird er einmal in meine Fußstapfen treten. Es heißt nicht umsonst, wie die Alten singen, so zwitschern die Jungen. Boris i André, spasiba. Спасибо. Наступило время музыкального номера из Австрии. Ja, die nächste Musikdarbietung, die kommt aus Österreich, und zwar aus dem westlichsten Bundesland Österreichs, aus Vorarlberg. Tanja und wir Österreicher, wir erkennen die Vorarlberger sofort an ihrer typischen, wunderschönen Tracht. Эта группа приехала из самой западной земли Австрии, из Vorarlberga. Как вы видите, типичные и неповторимые, очень красивые костюмы жителей Vorarlberga. Tanja, das erste Musikstück, das sie spielen, da sind die Alphörner mit dabei. Und das sind Instrumente, damit haben sich früher die Hirten auf den Almen untereinander verständigt. Этот инструмент называется альпийский рожок. С помощью таких инструментов раньше в горах пастухи общались между собой. Ja, und ein für unser Land sehr typisches Instrument ist auch die Zither. И еще один типичный для австрийской национальной музыки инструмент – цитра. Na ja, und dann wirst du von dieser Musikgruppe einen Tanz erleben, einen sogenannten Müller-Tanz. Aber das ist leicht zu erkennen an den mühlradartigen Tanzformationen. Танец, который будет сейчас исполнен, называется «Танец мельников». И некоторые движения напоминают движение мельничного колеса. А как называется ансамбль? Ja, die Montafoner Musikanten, die Trachtengruppe Schrunz und ihre Alphörner. Я уверена, что все мы получим настоящее удовольствие.
Liebe Zuschauer zu Hause, verehrte Gäste, ab jetzt sage ich wahrscheinlich nicht mehr Tanja, sondern Danitschka. Und das ist die liebevolle Form und ich glaube, sie verdient, sie ist wirklich herzlich. Sind Sie meiner Meinung? Danitschka. Danke. Danitschka, es gibt bei uns zu Hause viele Lieder, die einmal komponiert geworden sind, aber die innerhalb kurzer Zeit so populär geworden sind, dass man sie eigentlich heute als Volkslieder ansieht. Да, у нас тоже есть такие песни, которые были когда-то написаны композитором, но стали настолько популярны, что все считают, будто бы они народные. Weißt du, ein paar dieser Lieder möchte ich dir jetzt präsentieren, und zwar mit einer Künstlerin, die bei uns in Österreich sehr, sehr beliebt ist. Aber ich möchte dir diese Künstlerin musikalisch vorstellen. Da? Da? Da, da. Da, da. Есть моя краюна звезда, элегантна и мила.
есть, друзья, сейчас я пригощу на встречу с ним, на встречу с ним. Нам споет она всем сердцем песнь свою. Здравствуй, Вальтраут Хаас! Es nie mehr wieder fort. Und jedes Jahr stell ich mich ein. Dran ist der Donaustrom nicht schuld und nicht der Wein. Ins Wachauer Land, Land, zieht dich an. Ich möchte heute dein Schnuckibuzzi sein. Wenn der Toni mit der Froni und die Froni mit dem Toni einen Kuddel-Kuddel-Kuddel-Kuddel-Kuddel-Kuddel macht, gibt der Toni seiner Froni und die Froni ihrem Toni. So ein Bussel, 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 das ist Kraft. Ja, da stand heute der Ochs und die schenkige Kuh und sie schauen sich an und sie blinzeln sich zu. Und der Himmel ist blau und das Lüftel ist link, denn ein Kuddelmuddel an der Räume ist Kassin. Juhu! Jetzt schauen Sie sich das einmal an. Ja, was kommen denn da? Eine Bahn, nur ein paar Wagen, eine Lokomotive. Aber jeden begeistert der Pfiff. Zwischen Salzburg und Paliska. Salzburg und Paliska, holt man in den grünen Wald hinein, pflückt vom Almenrausch der Fischer und dann steigt man wieder ein. Schön ist die Welt, schön ist die Welt. Heute haben wir wieder Sonnenschein. Blühendes Feld, lachendes Feld. Hier wird doch noch melancholisch sein. Hör doch mal zu, hör doch mal zu. Jede kleine Vogel pfeift sich was. Sing doch auch du. Pfeif doch auch du. Oder brummle was im Bass. Im Salz kann man grad, da kann man grad lustig sein. Weil die Muse spielt, alte Jungen. Kann man gut lustig sein, so wie nirgendwo, heute, jo. Es blüht der Holunder den ganzen Sommer mitunter. Und die Liebe, die blüht das ganze Jahr. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein.
Sonne wird lustig sein. Ja, so sind wir immer so holdrium. What's up? Danke dir. Браво, Карл! Браво! Спасибо! А теперь перекинем наш музыкальный мост еще на 2300 километров. Я хочу предложить вашему вниманию группу из Дагестана. Ja, unsere Kulturbrücke spannt sich jetzt wieder über runde 2300 Kilometer hin zu einer Gruppe aus Dagestan. Да. В этом ансамбле вы увидите канатоходцев и женщин в богато украшенных национальных костюмах. Ja, Tanja sagt was Interessantes. Die Frauen dieser Gruppe tragen an ihren Kostümen bis zu 20 Kilogramm Silberschmuck. Und die Männer? Die Männer, die müssen Seiltanzen. Warum? Ну, о канатоходстве я нашим австрийским друзьям попробую рассказать по-немецки. В конце концов, спел же только что Карл по-русски. Ага. Ну, либер Карл. Да, да, да. Die Gegend aus der die Künstler kommen, hat viele Berge. Da musste der Junge zu seiner Mädel manchmal über eine tiefe Schlucht hinüber und damit es schneller geht, sind sie auf dem Seil. Huh? Karl, help me. No. Tanja. Oh, it's not necessary. You are perfect. You are perfect. Tanja, etwas anderes. Würdest du mit mir, mit unserem Musikantenstadel, einmal in die weite Welt hinausziehen, zum Beispiel nach Amerika, nach China oder nach Japan. Карл спрашивает, хотела бы я поехать с ним и с музыкальным подворьем в Америку, Японию или Китай. Дорогой Карл, с удовольствием, хоть сейчас. Но с условием, что мы, конечно, возьмем с собой музыку моей родины. Also, sie sagt herzlich gerne, freut mich. Nur mit einer Bedingung oder unter einer Bedingung. Sie möchte Musik aus ihrer Heimat mitnehmen. Einverstanden. Zum Beispiel Musik, Gesang und Tanz aus Dagestan. Da? Da. Yeah.
Also, Tanitschka, was die Herren in Dagestan alles aus Liebe machen, unwahrscheinlich. Aber ich muss Ihnen sagen, das war jetzt wirklich Seiltanz in perfektester Ausführung. Я думаю, надо научиться ходить по канату, да? Ну, а сейчас, дорогие друзья, я хочу представить вам очень популярную в нашей стране певицу, которая споет о том, что близко и дорого всем людям на земле. О любви. Таня erzählt gerade, jetzt kommt eine sehr, sehr populäre sowjetische Sängerin. Sie ist hier sehr beliebt und sie wird uns ein Lied von der Liebe singen. Ja. Людмила Рюмина. Танечка, Танечка, Людмила. Я очень рада, что вам понравилось, ja, ja, Людмила. Lieb. Aber beides, Lied und Людмила. Я du. Рада. Und du auch. Я рада. Ja. Ну, а теперь, я думаю, пора пригласить на сцену мужчин. Ja, Танечка meint, damit ich auf andere Gedanken komme, wird sie uns jetzt 7 Herren präsentieren, die in altrussischen Kostümen kommen, mit altrussischen Instrumenten und mit altrussischen Liedern. Старинная русская музыка. У наших стран много общего. Но что везде особенно ценится, так это традиция. Итак, традиционная русская музыка. Ja, und sie meint, wir sollten bei unserer heutigen völkerverbindenden Sendung auf eines nicht vergessen, auf die Tradition. Da stimme ich dir zu. Und darum genießen Sie jetzt im wahrsten Sinne des Wortes altrussische Musik. Старинная традиционная русская музыка, ансамбль «Русичи». Пролегала я на степь дорожка, пролегала я на
Tanitschka, die Stadtmusikkapelle Landeck aus Tirol ist jetzt wieder an der Reihe und es gibt bei uns kein populäres Fest, wo nicht eine Blasmusik dabei ist. Карл говорит о том, что в Австрии не бывает ни одного праздника, который бы проходил без духового оркестра. Да-да. Zur Begrüßung hat uns die Stadtkapelle Landeck einen Marsch aus ihrer Heimat Tirol gebracht. Оркестр города Ландек в начале нашей программы уже исполнил марш их родной земли Тироля. Ja, aber jetzt kommt ein Marsch aus der Wiener Tradition, der Schönfeldmarsch. Сейчас этот оркестр исполнит марш венской традиции, марш Шёнфельда. Да. Итак, оркестр города Ландек. Thank you.
Карл, костюмы просто изумительные. Ja, das kann ich verstehen. Liebe Zuschauer, Tanja gefällt die Tracht der Tiroler. Ich muss dir sagen, die Tiroler tragen ihre Tracht mit sehr, sehr viel Stolz. Das muss ich dir sagen. Ja? Я тоже думаю, что наши народы сегодня стали гораздо ближе друг к другу. Ah, die nächste Gruppe kommt aus der Region der Mari. Ja? Да. Да. Сейчас мы представим вам группу из Марийской автономной республики. Ja, also die Gruppe Mari, das ist eines der vielen kleinen Völker, die an der Wolga leben. Да. Вы увидите исполнение музыки, танцев и песен в сопровождении Марийской волынки, гармонии и барабанов. Ja, und Tanja sagt, wir sollen besonders auf das Instrumentarium acht geben, Harmonikas und Handtrommeln. Итак, группа Марии Фомас. Also liebe Zuschauer, es ist schon unwahrscheinlich, diese Vielfalt der sowjetischen Volkskultur. Ist aber auch kein Wunder bei der Größe dieses Landes, gell? Карл, наша страна большая, это естественно, что наша культура столь разнообразна. Да. Ja, liebe Zuschauer, Tanja und ich, wir haben uns eine kleine Aufgabe gestellt, wir haben sie gelöst, wir haben einmal zusammengerechnet,
wie viele Kilometer unsere Gruppen eigentlich fahren mussten, die sowjetischen, genauso wie die österreichischen, um zu diesem Musikantenstall nach Moskau zu kommen. Sie werden es nicht glauben, es sind rund 30.000 Kilometer. Танечка. Да, все вместе музыканты к нам на передачу проехали примерно 30 тысяч километров. Но вот группа, которая выступит следующая, ей не пришлось так далеко путешествовать, потому что она из самой Москвы и исполнит для вас сейчас цыганскую музыку. Таня sagt, die nächste Gruppe wird aber nichts zu unserer Kilometerbilanz beitragen, denn sie kommt aus Moskau und es ist echte russische Zigeunermusik. Причем солистку будут сопровождать отец, Мать, муж, братья, сестры – это настоящий семейный ансамбль. Ja, es ist so, wie bei Zigeunern meistens üblich, wird die ganze Familie mittanzen, also Танечка sagt, Papa, Mama, Opa, der Gatte, sie alle begleiten die Künstlerin. Итак, семейный ансамбль Муштаковых. Пример русской цыганской музыки. Ja, das war jetzt Zigeunermusik, die wir ein bisschen anders kennen, aber so klingt eben russische Zigeunermusik. Liebe Zuschauer, Sie wissen, wenn wir mit dem Musikantenstadl irgendwo zu Gast sind, dann ist es üblich, dass wir auch den Ort ein bisschen vorstellen. Natürlich wollen wir das auch in Moskau
halten. Wir wollen also Moskau ein bisschen vorstellen. Und darum dürfen Sie Tanja und ich jetzt einladen zu einem gemütlichen Bummel durch Moskau. Da? Liebe Tanja, verehrte Zuschauer, ich darf Sie jetzt wieder musikalisch nach Österreich bitten, und zwar in das Bundesland Steiermark. Karl Knuff. Styrinski-Fans. Карл вновь приглашает нас послушать австрийскую музыку, а точнее музыку земли Штирия. Именно оттуда, дорогие друзья, приехал к нам в гости большой друг Карла, его партнер, знаменитый австрийский комик Хиас. Ха-ха!
Geht schon wieder an. Sag einmal. Карл. Да. Как называется этот инструмент? Ja, Tanja fragt, was das für ein Instrument ist. Tanja, das ist ein Instrument mit sehr großer Tradition bei uns. Es ist die steirische Harmonika. Этот инструмент, который похож на маленький баян, называется штирийская гармоника. Да. Weißt du, und noch ein Instrument. Na. Was ist denn? Noch ein Instrument ist recht interessant bei uns. Es schaut zwar aus wie ein ungarisches Zimbal, ist aber ein Hackbrett. Этот инструмент называется Hackbrett. Hackbrett. Да, Hackbrett, да. Он похож на венгерские цимбалы, только настольный. А кто будет играть на всех этих инструментах? О, Сиги Лемерер am Hackbrett, Moskirchner Quintett, Maria und Inge und der Hirs und alle zusammen ein steirisches Potpourri. Итак, штирийское попури. Да, да, да. Ich bin der Steirer Bur und hab a gern Natur. Ich mag dir bis verschauen, mein lieber Steirer Land. Bei uns in Steiermark sind Leid so groß und stark, sind wir die Tannenbaum. Bei uns daheim, bei uns in Steiermark, sind Leid so groß und stark, sind wir die Tannenbaum, bei uns daheim. Die oder hier, der steirische Brauch, oh la jo, hat wirklich Sterzen, der Schwabsucken drauf, oh la jo, sie ist ein und sie ist der steirische Brauch, oh la jo, oh la jo, oh la jo, oh la jo, ja das ist der steirische Brauch. Oh, la-di-oh, la-di-oh, la-di-oh.
Waschkratz raus. Ich bringe Annika, ich bringe Enzia und Speichola. Und irgendwann ich muss dir die Hoffnung dabei. Oh meine Lebensweis, die bitte alle voll. Ich lebe von da und mir und schlafe auf jeden Fall. Und was sie trinkt, es kommt von Schnee und Eis. Если я не ошибаюсь, вы готовите что-то особенное. Ja. Aus Wien, liebe Zuschauer, kommen jetzt junge Tänzerinnen und Tänzer. Die österreichischen Bundestheater, die haben eine eigene Ballettschule und von dort kommen jetzt 9 Paare. Из балетной школы австрийских государственных театров сейчас выступят 9 танцевальных пар. Weißt du, das Schöne ist, alle 9 Paare werden eine Tracht tragen aus einem unserer 9 Bundesländer. Каждая из 9 пар носит национальный костюм 9 федеральных земель Австрии. 8 Paare werden einen Ländler tanzen, denn du weißt ja, der Ländler ist die Vorstufe des Wiener Walzers. Also 8 Paare, 8 Trachten und 8 Ländler. 8 пар станцуют под Ländler. Ländler – это танец, который предшествовал венскому вальсу. 8 пар, 8 национальных костюмов, 8 Ländlerов. Да. Das 9. Paar präsentiert Wien und sie werden einen Wiener Walzer tanzen und die anderen Paare schließen sich dann an. 9. Paar tanzt Wienski Walz. Затем к ней присоединятся остальные пары. Танечка, und das alles präsentieren wir euch unter dem Motto Österreich getanzt. Все это вместе называется Австрия в танцах. Да. Thank you.
Дорогой Карл? Да. А что нас теперь ждет из Австрии? Die nächste Musikgruppe kommt aus dem Bundesland Kärnten. Es ist das südlichste Bundesland in Österreich. Карл хочет нам представить музыку самой южной земли Австрии, Каринтии. Sie sind in Velten am Wörthersee zu Hause und es ist ein sogenanntes Doppelsextett. Also, sechs Damen, sechs Herren und eine wunderhübsche Chorleiterin. Артисты приехали с берегов красивого озера Вёртерзе и представляют так называемый двойной секстет, в который входит 12 человек. Ja, sie werden uns ein wunderschönes Lied bringen und du wirst dich sicherlich freuen, ich darf Ihnen ansagen, ich darf Ihnen präsentieren aus Velten am Wörthersee das Doppelsextett Kärnten. Gehen all auf an Not und bringen an Wirtschaft Dolleikanot bei der Not. Und bringen an Wirtschaft Dolleikanot bei der Not. Denkt ihr das alle zum Я хотела бы предложить вашему вниманию выступление ансамбля, который приехал из столицы Литвы, Вильнюса. Это этнографический ансамбль, все его участники – геологи. Ja, Tanja kündigt uns jetzt eine interessante Gruppe an aus Vilnius in Litauen. Also eine richtige Dorfkapelle. Eine litauische Dorfkapelle, das ist eine Spiel-, Tanz- und Gesangsgruppe. Aber sag mal, wieso, Tanja, spielt eine Dorfkapelle in der Stadt? Дело в том, что в Литве не только в деревнях, но и в городах любят
сохраняют и развивают фольклор, поэтому никакого обмана нет. Этот ансамбль действительно приехал из города, из столицы Литвы, Вильнюса. Aha, also diese Gruppe pflegt das dörfliche Brauchtum in der Stadt Vilnius, ja? Danitschka, Dragia Drosja, liebe Freunde, ich darf jetzt eine Künstlerin aus Österreich ankündigen, die nicht nur in Österreich sehr, sehr populär ist, sondern weit über die Grenzen hinaus. Sie ist unheimlich beliebt und ihr Repertoire reicht vom Schlager bis hin zur Volksmusik. Карл рассказывает о певице, которая сейчас выйдет к нам. Это одна из самых популярных певиц в Австрии с репертуаром от эстрадных и до народных песен. Ja, sie war eigentlich schon in der ganzen Welt, hat sie mir erzählt. Nur ein Land hat ihr noch gefehlt, die Sowjetunion. Танечка, aber heute ist sie hier. Эта певица выступала уже почти во всем мире, но вот в Советском Союзе еще не была. А сегодня она здесь. Дорогие друзья, Лолита! Лолита! Soll die Reise sein. Fliegen Sie mit mir ins Land, dort, wo meine Wiege stand. Auf den Flügeln der Musik gleicht es einem Flug ins Glück. Öffnen Sie Herz und Sinn allen Melodien, die in meiner Heimat immer grüner blühen. Stadt vor den Bergen im schönen Salzachtal so herrlich aufgebaut. Ich lieb diese Stadt über alles. Seit meiner Kindheit ist sie mir schon vertraut. In ihr wurde Mozart geboren. Dahin sehn ich mich tausendmal.
auf. Ich steh am Geisbergthron, schau in die Welt hinein und denk, so schön kann nur mein Salzburg sein. Olio dio. Dem geht's ein Schnabele, Tag ein, Tag aus. Und mach ich's Tür auf, fliegt's auf mein Finger drauf. Bierwel wüsst nicht, so ein Zeisele sein. Hola di ri di o, ri di ri di o. Hola di ri di o, ri di ri di o. Hola di ri di o, ri di ri di o. Hola di ri. Manches lernen, das Kind gar kein Stolz und so Gefühl liegt's drin, besonders für Wien, da hat's einen Sinn. Kennt keine Baden, so dort über alles noch. Ein Walzer noch hören, harmonisch voll schneit, das ist an Werner sei freut. Waren Melodien für euch aus dem schönen Österreich. Weil wir hoffen, sie fanden es alle schön, freuen wir uns auf ein Спасибо, спасибо, Lolita. Спасибо, Lolita. Liebe Zuschauer, die nächste Musikgruppe kommt jetzt aus Tirol und zwar aus dem wunderschönen Zillertal. Und es ist eine der erfolgreichsten Gruppen Österreichs. Мы остаемся в музыкальной Австрии. К нам приехала одна из самых популярных фольклорных групп прекрасной Тирольской долины Zillertal. Ja, Sie haben in Ihrem Instrumentarium ein Instrument, eine Harfe.
Leider Gottes gibt es dieses Instrument nicht mehr sehr oft, weil es sehr schwer zu spielen ist. Это арфа. Арфа – необычный инструмент для австрийской народной музыки. Карл считает, что это потому, что на ней трудно играть. Ja, noch etwas beherrschen die Herren sehr, sehr gut. Wie sagt man bei euch hier? Tirol, Tirolskie Penje. Oh, мы сейчас услышим знаменитое тирольское пение. Also, liebe Zuschauer, ich habe da erfahren, Tirolskie Penje heißt so viel wie Tiroler singen. Also, es ist praktisch die Übersetzung für Jodeln. Tirolskie Penje в Австрии называется Jodel. А как называется этот ансамбль? Die Zillertaler Schürzenjäger. Schaut, er klingt schon die Jodelluft drauf.
Liebe Zuschauer, Sie haben es sicherlich bemerkt, Danitschka hat von einem Fan aus Tirol einen Gamsbart bekommen. Danitschka, in Russisch Gamsbartowitsch. Da. Was Sie machen? Ja. Da. No. Ну что ж, дорогие друзья, так как наша программа подходит уже к концу, мы подготовили небольшой музыкальный подарок специально для наших австрийских гостей. Also, Tanja meint, das Programm geht langsam, aber sicher dem Ende zu. Aber jetzt hat sie für uns eine Überraschung parat, die speziell auf uns Österreicher abgestimmt ist. Очарованию этого ансамбля уже покорились многие зрители в нашей стране. Also, wissen Sie was, liebe Zuschauer, sie verrät mir nicht, was es ist. Ich würde sagen, genießen wir die Überraschung, lassen wir uns von Tanja verzaubern. Hm? Итак, Ансамбль Чаровницы. Thank you.
Danitschka, ein herzliches Dankeschön für diese Geste. Ich weiß, und wir Österreicher, wir sind da sehr, sehr feinfühlig. Wir verstehen das. Ein herzliches Dankeschön an dein Land. Das war eine wunderbare Idee. Спасибо. Да, наша программа подошла к концу. Время прошло очень быстро. Ja, liebe Zuschauer, und damit ist unser Musikantenstadl aus Moskau schon wieder am Ende. Ich hoffe, Sie haben es nicht bemerkt, dass wir beide ein bisschen aufgeregt waren, aber Danitschka, das gehört ganz einfach dazu. Я надеюсь, вы не очень замечали, как мы волновались во время нашей первой встречи, и мы надеемся, что эта встреча будет не последней, ведь наше сердце всегда открыто для хороших друзей. Also eines steht fest, liebe Zuschauer, und es hat sich wieder mal bestätigt, mit unserer Musik, da gibt es keine Grenzen, denn Danitschka, von Herz zu Herz, da findet man immer einen Weg. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, auf Wiedersehen. От сердца к сердцу нет границ, пусть это будет нашим девизом. До свидания. Danitschka. Danitschka, ich bedanke mich bei dir sehr, sehr herzlich. Es war eine wunderbare Zusammenarbeit. Ich habe einen guten Freund in dir gefunden. In diesem Sinne, Dankeschön, спасибо и до свидания. Und das ist unser Fernsehbastel für dich. Danke, lieber Carlo. Danke. Das bin ich. Спасибо. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Servus. Auf Wiedersehen. Саду даже жорохи, то не замерла на утра. Если б знали вы, как мы дороги подмосковные вечера. Если б знали в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. И милая смотришь и сказал, не спокойно утро края, рука присосать, и не присосать, то, что на сердце у меня. Утро.
Servus, für Gott und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt auf ihrem Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt, ganz bestimmt, ganz bestimmt, das nächste Mal.